Aloha, ich bin Britta Lambert und es ist so schön, dass du da bist. Mit meinen Wochenenergien möchte ich gerne gemeinsam mit dir Bewusstseinsfelder erschaffen, die einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn dich meine Impulse ansprechen, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, am besten die Glocke aktivierst und sie gerne mit lieben Menschen teilst. Ich wünsche dir nun viel Segen und Inspiration mit dem Impuls für diese Woche. Namaste und Aloha zu meinem heutigen Beitrag. Kennst du das, dass du dir abends manchmal vornimmst, was du am nächsten Tag alles machen möchtest und dann wachst du morgens auf und fühlst dich total müde und schwer und kannst irgendwie noch nicht mal mehr von links nach rechts denken. Ich habe solche Tage manchmal, dass mein ganzer Tatendrang, den ich mir am Tag zuvor vorgenommen habe, irgendwie sich in nach Minus unendlich aufgelöst hat und ich das Gefühl habe, so oje, schon wieder ein Tag, der mit Aufstehen anfängt. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Was kannst du mit so einer Situation machen? Was wir verstehen dürfen, ist, dass wir nachts auf Reisen gehen und wenn wir glauben, dass wir schlafen, in anderen Ebenen unterwegs sind. Und meistens sind wir in der Astralwelt unterwegs. Die Astralwelt ist quasi der Ort, an dem alle Emotionen von allen Menschen gespeichert sind. Du schickst deine Emotionen dorthin und andere Menschen schicken ihre Emotionen auch dorthin. Und wenn wir irgendwas im Feld haben, was wir vielleicht nicht so richtig verarbeitet haben, irgendein Gefühl, sei es jetzt Angst, sei es Wut, sei es Unzufriedenheit, es muss nicht immer irgendwas Großartiges, Dramatisches sein, was man einfach im Alltagsbewusstsein mal schnell auch wegdrückt, worüber man sich nicht bewusst ist, gehen wir oftmals dann, wenn wir nachts unsere Körper verlassen und auf Reisen gehen, eben in die Astralwelt und docken mit einem ähnlichen Gefühl an. Und das muss noch nicht mal in unserem Bewusstsein gewesen sein an dem Tag. Und dann wachen wir auf, sind irgendwie schwer und dumpf und haben irgendwas im Feld, was gar nicht von uns sein muss, sondern was wir uns von irgendjemand anderem unter Umständen reingezogen haben. Also Punkt 1, um einen wunderbaren Morgen beginnen zu können, ist es sehr entscheidend, auf welche Art und Weise du am Abend zuvor ins Bett gehst. Ich mache Folgendes. Ich stelle mir immer vor, dass über meinem Bett eine grüne Pyramide ist, die an vier Seiten einrastet. Und dazu spreche ich ein Schutzmantra. Ich glaube, dazu mache ich nochmal ein extra Video, sonst sprengt das wieder den Rahmen. Aber ich teile es trotzdem jetzt mit dir. Das ist aus dem ein ganz, ganz altes Schutzmantra, das ist quasi die Anrufung der Quelle mit der Bitte um Segen und Schutz für höchsten Schutz. Ich wiederhole mich. Und das heißt, Kodosh, 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 Adonai, Zebajot. Ich habe das auch genau in meiner Telegram-Gruppe, kannst du danach suchen in meinem Telegram-Kanal. Da habe ich das auch nochmal erklärt. Und dieses Kodosh, 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 Adonai, Zebajot spreche ich viermal und bei jedem Mal stelle ich mir vor, wie eine Seite einer Pyramide über meinem Bett einrastet. Das kannst du übers ganze Haus machen, somit hast du die ganze Familie versorgt und dann definiere ich, dass das jetzt eben eine Oase des Friedens, des Schutzes, der Heilung ist. Dann stelle ich mir vor, wenn wir ohnehin schon unsere Körper in der Nacht verlassen und auf Reisen gehen, dann möchte ich eigentlich ganz gerne wohin gehen, an einen Ort, der mir dient, der mich weiterbringt und mir nicht irgendeinen Müll auf die Festplatte ziehen, den ich dann wieder am nächsten Morgen reinigen muss, der noch nicht mal meiner ist. Ich stelle mir vor, es gibt so verschiedene Tempel und dann bitte ich immer darum, in einen bestimmten Tempel gehen zu dürfen, je nachdem, was gerade mein Thema ist. Dann Tempel der Selbstheilung, den Tempel der Selbstliebe, des spirituellen Wachstums, des Friedens, der Harmonie, was auch immer, der Erholung, der Gesundung, was auch immer mir gerade einfällt. Darum bitte ich und dann gehe ich eben sozusagen nachts auf eine Reise, die mir gut tut und die mich am nächsten Tag gut aufwachen lässt. Und ich vergesse das manchmal und ich merke das dann direkt, weil so viel Frequenzen, so viel Energien um uns herum sind und je feinstofflicher man ist und je ungeschützter man ist, umso mehr nimmt man das auf. Ja. Gerade auch vor kurzem ein Channeling veröffentlicht mit Erzengel Jobiel, der uns eine ganz, ganz kraftvolle
Schutzmeditation gibt. Und ich habe das früher auch nicht so ernst genommen. Und gerade wenn man hochsensibel ist, ist man sehr empfänglich für Energien. Und je mehr der Lichtkörper aktiviert ist, umso mehr spürt man. Und wenn man dann nicht komplett bewusst ist, ist es gar nicht immer so einfach zu unterscheiden, ist es jetzt meins? Habe ich noch was aufzulösen oder habe ich mir einfach was auf die Festplatte sozusagen angezogen? So, und wenn ich dann am Morgen jetzt, das ist sozusagen die Prävention, dass ich am Morgen nicht dumpf aufwache, wenn ich jetzt aber trotzdem schwer aufwache, dann ist für mich wirklich der erste Schritt die Reinigung meines Energiefeldes. Ich stehe dann auf und mache mir bewusst, wo ich stehe, müde und irgendwie unklar. Und dann gehe ich als erstes mal in die Erdung, um hier auf dem Planeten anzukommen, damit das, was ich tue, auch greift. Ja, weil wenn ich nicht da bin, dann kann ich meditieren, dann geht die Meditation irgendwo nach oben, aber sie soll ja in meinem Körper wirklich landen. Wie ich mich erde, ganz einfach. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Die einfachste ist, stell dich vielleicht gerade, wenn du müde bist, bewusst mit beiden Beinen, am besten barfuß oder strümpfig ohne Schuhe auf den Boden und stell dir vor, wie von deinen Füßen Wurzeln in die Erde wachsen und einrasten im heiligen Schoß von Mutter Erde. Und dann atmest du die gesamte Schwere aus deinem Körper durch deine Füße in den Boden. Und aus und mit dem Einatmen atmest du das ein, was du jetzt brauchst. Lebenskraft, Klarheit, was immer was ist, damit du da bist. Und mach das ein paar Mal ausatmen, was dir nicht mehr dient. Du musst es noch nicht mal benennen. Einatmen, was du brauchst. Mutter Erde weiß, was du brauchst. Und dann verbindest du dich einfach weiter nach oben mit deiner Wirbelsäule. Du bist ja schon verwurzelt. Stell dir vor, deine Wirbelsäule verlängert sich in die Erde. Und nach oben in die Quelle, so wie uns das Erzengel Zofingen in der Meditation auch gezeigt hat. Mach am besten einfach die Meditation von Erzengel Zofingen. Aber ich erkläre es dir hier gerade nochmal und lass dich selbst einfach eine Lichtsäule werden zwischen Himmel und Erde. Verlängere deine Wirbelsäule, deine Prana-Röhre nach unten in die Erde, nach oben in die Quelle. Durch die Erdung ist sie ja schon unten. Und dann atmest du einfach das weiß-goldene Licht der Klarheit und der Reinigung in dein Energiefeld und setzt die Absicht, dass alles, was geringer als Licht ist, jetzt dein Energiefeld verlässt. Ja, du kannst noch alle Kraft, die du irgendwo weggelassen hast während der Nacht, zu dir zurückholen. Am besten machst du das noch vor der Reinigung, Kraft der Absicht und lässt dann alles von diesem weiß-goldenen Licht inklusive der Anteile, die eben nicht bei dir waren, in diese Reinigung gehen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du, dann bist du angebunden zwischen Himmel und Erde. Wenn du das Gefühl hast, du bist unklar, du bist wirklich unklar und immer noch benebelt, dann kann ich dir einfach das Siegel Kri ans Herz legen. Kri, die allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in dir ruht, ist das Siegel, das über unser drittes Auge sozusagen in unser Energiefeld fließt und das ist sowas wie Vorhang auf. Kri ist das Antitrauma-Siegel, das Antiprogrammierungssiegel. Wenn irgendwelche negativen Informationen in unserem Feld sind, reinigt das Kri. Glaubenssätze, Negativprogramme, Emotionen, sogar Schwüre, Flüche, Gelübde, irgendwas, was wir von anderen auch übernommen haben, Programmierungen aus der Gesellschaft, aus dem Kollektiv, aus dem System, gerade auch wenn wir was vielleicht das nachts übernommen haben. Und dann können wir indem wir Om Kri chanten, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen reinigen wir eben unser Feld von niedrigeren Frequenzen, unser Bewusstsein von dem, was uns eben von unserer Weisheit, die in uns ruht, trennt. Und gleichzeitig ist es wie Vorhang aus und das Erkennen. Ja, die Klarheit, die Intuition, die Anbindung an die Intuition und an die eigene Führung setzt ein. Und einfach jetzt, um dieses Video abzurunden und um das Bewusstseinsfeld der Reinigung, der Anbindung und der Klarheit im Gegensatz zur Müdigkeit und zur Schwere zu initiieren, möchte ich jetzt gerne neunmal, weil neun ist die Vollendung, die Materie wird zu Gott, mit allen lieben Verbundenen das Bewusstseinsfeld der Wachheit und der Klarheit initiieren. Om Kri, Om Kri.
wünsche dir einen wundervollen Tag voller Klarheit, voller Anbindung und voller Freude. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu meinem Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Erfahre in meinen Fernkursen, wie du die Siegel für dich selbst und auch für andere anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung jedes einzelnen Siegels. Abonniere jetzt einfach mit einem Klick auf mein Bild meinen Kanal, dann bekommst du automatisch eine Nachricht, wenn ich neue Videos veröffentliche. Klicke rechts, wenn du meinen Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Namaste.